Post sind beim Punkt 14.1 Elbradweg sichern für alle Fußgänger besser schützen. Einreicher ist die AfD-Fraktion. Herr Braun, wenn Sie uns den Antrag einbringen würden. Und danach gibt es einen Änderungsantrag, Herr Böhm, wenn Sie ihn uns dann entsprechend anschließend mal vorstellen. Bitte schön, Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger, die Sonne scheint, Menschen schlendern an der Elbe entlang und nutzen dabei gerne auch befestigte Wege wie den Elbradweg, der übrigens auch ein Wanderweg ist. Und plötzlich schießt von hinten ein Fahrradfahrer heran. Vielleicht werden die Spaziergänger durch ein Klingeln vorgewarnt, aber leider kommt es immer wieder zu Kollisionen auf dem Elberadweg, sowohl zwischen Radfahrern untereinander als auch zwischen Radfahrern und Fußgängern. Personenschäden wie Handgelenks- und Schlüsselbeinverletzungen, böse Schürfungen, Hüftbrüche, Schenkelhalsbrüche, Gehirnerschütterungen und auch Schlimmeres sind keine Seltenheit. Auch kleine Kinder werden nicht verschont. In meinem persönlichen Umfeld musste ein kleines Mädchen eine Woche lang stationär im Krankenhaus behandelt werden. Sie wurde von einem Radfahrer förmlich umgemäht. Natürlich ist klar, dass solche Unfälle nicht mit Absicht begangen werden. Aber hier hilft ein Zitat von einem bekannten Dresdner Chirurgen, Professor Klaus-Dieter Schaser, entnommen aus einem Presseartikel von 2018. Ich habe das Gefühl, Radunfälle nehmen bei hohem Tempo zu, bei denen, die stark bremsen müssen, und jenen, denen die Vorfahrt genommen wird. Hier sei nochmals § 1 der Straßenverkehrsordnung ins Gedächtnis gerufen. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Um gravierende Zusammenstöße und Verletzungen zu verhindern, sollte aus unserer Sicht demnach auf dem Elberadweg eine empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrer eingeführt werden. Des Weiteren ist zu prüfen, wie durch bauliche Anlagen eine Geschwindigkeitsdämpfung und Verkehrsberuhigung für den Fahrradverkehr erreicht werden kann. So hat die Landeshauptstadt Dresden bereits Bodenmarkierungen als Sicherheitshinweise auf dem Elberadweg anbringen lassen. Die nichtamtlichen Sinnbilder mit dem Schriftzug Rücksicht macht Wegebreit wurden im Jahr 2020 am Fährgarten Johannstadt sowie 2021 am Angelsteg und Schillergarten beim Blauen Wunder, am Körnerweg, Loschwitzer Wiesenweg, am Körnerweg in Höhe der Hausnummer 20, am Blauen Wunder, Loschwitzer Wiesenweg und am Loschwitzer Wiesenweg Wassersportverein am Blauen Wunder angebracht. Eine einfache und kostengünstige Maßnahme, die hoffentlich zu mehr Rücksicht geführt und Unfälle vermieden hat. Dennoch bedarf es noch weiterer Schritte, um die Sicherheit auf dem Elberadweg zu erhöhen. Eine Geschwindigkeitsreduzierung tut den Radfahrern auch nicht weh. Auch wenn diese rechtlich nicht durchsetzbar ist, so würden auch entsprechende Bodenmarkierungen, die eine Geschwindigkeit von 15 bzw. 10 km/h in Gefahrenbereichen dem Radfahrer zumindest Achtsamkeit ins Gewissen rufen, wie es zum Beispiel am Radweg in Palma de Mallorca der Fall ist. Zudem ist es kostengünstig umsetzbar. Der Elberadweg als touristische Strecke soll ja auch zum Genießen der Landeshauptstadt anregen. Zu einer Rennstrecke oder Fahrradautobahn sollte er nicht verkommen. Schützen wir also die schwächsten Verkehrsteilnehmer und machen wir den Elberadweg sicherer für alle. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung. Jetzt Vorstellung des Änderungsantrages. Herr Böhm. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass wir noch mal zu einem Sachthema kommen heute, weil wir haben es ja nicht schon gleich um 9 oder vielleicht sogar schon später. Ja, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Der AfD-Antrag hat uns so, wie er vorgetragen wurde, nie überzeugt, weil er
Der Kollege Braun hat das gerade auch dargestellt, weil er doch sehr die Symptome darstellt. Und wir wissen alle, man könnte jetzt hier eine Stunde lang referieren über die Probleme, die da anfallen, die nicht nur die Fußgänger betreffen und die Radfahrer, sondern auch die Radfahrer miteinander und Kinder und Skater und. Wir wissen alle, da ist zu wenig Platz. Und das Thema E-Bike und auch Rennradfahrer, die da unterwegs sind und auch die Zügigkeit im Berufsverkehr, haben die Geschwindigkeit massiv erhöht. Aber das, was jetzt vorgeschlagen wurde, ist von der AfD, ist uns halt nicht ganz so sicher, ob das wirklich die Lösung ist. Sie haben es gerade schon selber gesagt, Tempo 15 kann man ja anordnen und kann man auch schlecht überprüfen. Also die AfD greift ein Thema auf. Wir können alle froh sein, dass nicht mehr Unfälle passieren. Nun ist der Antrag ja schon seit, mehr als einem Jahr im Umlauf. Und wir hatten uns eigentlich entschlossen, uns da zurückzuhalten und zu sagen, okay, das Thema ist okay, aber der Antrag ist jetzt so überzeugend hier und enthalten uns. Kollege Lichti, ich habe mich heute besser im Griff. Ich sage jetzt nicht aus. Also, seitdem hat sich die Situation auf dem Elbe-Radweg nicht verbessert, sondern ich denke, die Probleme haben eher noch zugenommen. Und wir alle und auch die Fahrradspezialisten in allen Fraktionen gucken ehrlich gesagt weg. Und deswegen haben wir uns nochmal auf den Weg gemacht und haben einen Änderungsantrag gebracht und haben uns überlegt, wie können wir das Thema vom Kopf auf die Füße stellen. Es ist ja so ein Gefühl mit der Gefährlichkeit und den hohen Geschwindigkeiten. Ja, also da kann man ja mal sagen, da gibt es einen ADAFC, der sagt, nee, das ist vielleicht gar nicht so und. Und deswegen mit den Gefahrenstellen, Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann soll sich doch die Verwaltung doch mal intensiver damit befassen, soll man die Gefahrenstellen wirklich mal gemeinsam mit den Nutzern darstellen und vielleicht doch mal die Geschwindigkeiten, also nicht nur vielleicht, doch die Geschwindigkeiten gemeinsam mit der Polizei und Ordnungsamt mal feststellen, insbesondere in den gefährlichen Bereichen. Und dann erwarten wir Vorschläge von der Verwaltung und dann sollte sich die Verwaltung auch mit anderen, sagen wir nicht nur deutschen Großstädten, sondern das ist ein europäisches Problem, es gibt auch viele große Städte in Europa, die ähnliche Probleme haben und die mit ganz unterschiedlich mit umgehen, sich dort mal ein bisschen Know-how beschaffen und uns dann was vorschlagen. Wir möchten außerdem auch, dass gemeinsam mit der Polizei mehr Kontrollen stattfinden. Wir möchten vor allen Dingen auch, dass der Stadtratsbeschluss Sicherheit im Radverkehr, den wir nach vielen Änderungen zum Schluss hier beschlossen haben und wo die letzte Beschlusskontrolle vom Bereich vom Kollegen Kühn dann dahin ging, dass es eigentlich ein Thema wäre, was irgendwie dem Land gehören würde und so nach dem Motto Stadtrat schleicht dich, hast du zwar beschlossen, aber es ist nicht unser Thema. So geht das nicht. Wir möchten sozusagen, dass die Ordnungsbehörden sich da mehr mit beschäftigen, dass man sozusagen mehr mit Polizei tut und auch mehr für die Prävention tut. Und da sind wir nicht alleine. Der Verkehrsgerichtstag, das sollte gerade den Leuten, die sich mit dem Thema Radverkehr auseinandersetzen in Goslar, hat ja damals das Thema deutlich gemacht und aufgebracht, dass der Abstand zu halten ist von 1,5 Metern. Ich habe mich heute wieder auf dem Herweg hier gefragt, ob das für Fahrradfahrer untereinander nicht gilt, wenn man dann so mit 10 Zentimetern an mir vorbeidüst mit einem getunten E-Bike. Also der Verkehrsgerichtstag hat den Kommunen aufgegeben, deutlich mehr Prävention. Prävention auch gemeinsam mit in Schulen, Prävention auch gemeinsam mit Händlern von Fahrrädern, etc. Da muss was getan werden. Und der Verkehrsgerichtstag hat mehr Kontrolle und Sanktionen. Das sage ich mal Wildwest auf den Radwegen und insbesondere, ich sage es mal für uns auf dem Elbe-Radweg, zurückgefahren wird, hat er die Kommunen beauftragt. Und deswegen würde ich Sie bitten, dieser Sache zuzustimmen, weil ich glaube, etwas ideologisch weniger belastet kann man sich dieses Themas nicht widmen, um sozusagen dort eine Verbesserung herbeizuführen. Denn wir müssen aufhören, dort wegzuschauen. Ja, also deswegen bitte ich um Zustimmung, weil jetzt haben wir Zeit im Herbst, dass wir vielleicht bis nächstes Jahr dort was erreichen können. Und was dann passieren soll, da warten wir auf die Vorschläge der Verwaltung. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Nein? Dann kommen wir zur Abstimmung.
Wir haben einen Ersetzungsantrag der CDU vorliegen. Wer dem Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das händische Zeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 32 20 Nein, 11 Enthaltung. Damit ist der Ersetzungsantrag der CDU angenommen. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dresden Bericht über die Lebensverhältnisse in den Stadtteilen und das. Entschuldigung, Frau Krause. Das ist jetzt der Fall, wo in unserer Geschäftsordnung eigentlich steht, dass nach einem Änderungsantrag und auch ein Ersetzungsantrag ist, ein Änderungsantrag erneut über den gesamten Antrag abzustimmen ist. Und ich bitte, dass hier nochmal eine Schlussabstimmung durchgeführt wird, aus dem einfachen Grund, weil ein Ersetzungsantrag zwar den Inhalt ändert, aber letztlich dann doch der Antragsteller, die antragstellende Fraktion hier, die AfD ist, und unsere Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen möchte. Ja, aber ein Ersetzungsantrag ist ein Ersetzungsantrag. Und wenn der Ersetzungsantrag beschlossen ist, also, wenn es der Seele gut tut, für mich ist ein Ersetzungsantrag ein Ersetzungsantrag, und wenn er beschlossen ist, ist er beschlossen ist. Aber bevor ich mich endlos rumstreite, sage ich den zu ersetzten Punkt, wer dem jetzt so zustimmt, den bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja. 33 Ja-Stimmen, 29 Nein, eine Enthaltung. Wer der so ersetzte Antrag beschlossen?